Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zu einem weiteren TCG Opening. Yeah! Yeah! Und wie ihr sehen könnt, Freunde, haben wir zwei Endonados Boxen. Endonados V Box. Nachdem die Endonados V Kollektion rauskam, gibt es jetzt auch die Endonados V oder V Tinbox. Dazu natürlich Evoli und Pikachu als freies Set. Haben wir alles da, machen wir alles auf. Heute dreht sich alles darum, weil es von den drei Pokémon aus meiner Sicht nicht das tollste. Tollste, schönste, süßeste, geilste ist. Ach so. Ja, sondern einfach ein legendäres Pokémon, was irgendwie ein bisschen weird aussieht. Aber egal. Ich nehme schon mal die Folie entfernt, damit wir nicht nochmal hier Raschel-Di-Doodle und so machen müssen. Und Schnibbel-Di-Doodle und Schnibbel-Di-Doodle, ja. Am Video, sondern wir gleich loslegen können, um euch zu zeigen, was da drin so auf uns wartet. Also der Deckel geht schon mal sehr leicht ab, tatsächlich. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch eingeschweißt, weil es im Laden sonst alles rumgepurzeln würde. Und dann haben wir auch schon diese Endynalos V Promokarte. Die sieht sehr verrückt aus. Ich finde das mit dem Gewitter tatsächlich ziemlich cool als Hintergrunddesign. Passt tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Sieht ein bisschen so programmiert aus. Ja. Programmiert? Ja, also so computeranimiert. Genau, das meine ich. Genau. Habe ich schon verstanden. So. Aber interessant. Sehr interessant. So, den Code, den behalte ich natürlich für mich. Das wäre doch jetzt toll, wenn da Evolution drin ist. Das wäre super toll, aber ich glaube fast, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das ist so verrückt. In den, ich glaube, das war in den Hoplo-Boxen, ne? Mit den Evolution, wo wir dann so überrascht waren. Ja, mit den Libalo, Inteleon und Groudon, genau, mit den drei Startern. Das war der Wahnsinn. Ja, okay. Also, wir haben einmal zweimal Flammende Finsternis, einmal Welten im Wandel und zum Schluss was Tolles. Stunde der Wächter. Geil! Ja. Sehr geil. Also ich habe in meiner Endynalos-Box zweimal Endynalos in VMAX-Format als Booster. Okay, okay. Also das, wenn das nichts heißt, dann weiß ich auch nicht. Is that a sign, maybe? Aber ich hatte ja in den älteren Sets jetzt mehr Glück. Ja. Aber ich bin mal nicht zu laut. Einmal für euch. Viel Spaß damit. Und wir fangen auch gleich an. Der Wächter beobachtet. I'm watching you. Einmal das Feldgebläse. Little devil. Einmal das Bonum Norba. Einmal Energieaufbereitung. Ein Iguana. Ein Tintafra. Mm-hmm. Ein Biddle Uzi. Mm-hmm. Ein Sandan. Mm-hmm. Ein Wamba. Mm-hmm. Ein Pandarco in Reverse. Alrighty. Ja. Okay, gucken wir mal, wer so, sag ich jetzt mal, den Fight der Tins für sich entscheiden kann. Ja, also wer holt ding, ding. In den jeweiligen Tins mehr. Das hätte ich vorher ansagen müssen, dann hätte ich mir jetzt nur gegeben. Achso. Ja, das war ja mein strategischer, diabolischer Plan. Na ganz toll. Ja. Du machst immer ohne mich. Ja, dann darfst du aber von nichts wissen, weil sonst ist es ja mein Vorteil ja weg. Sonnenkreis, Podium. Achso, ich wollte gerade sagen nochmal, aber Mondscheibenpodium. Ein Skorgro, ein Viscora, ein Walmer, ein Tunnel. Och, kleben irgendwie. Wuffels. Kleben? Mach wohl. Also, ich krieg die gerade irgendwie heute nicht so. Tentacher Reverse. Und ein Kramchef als das, normale. Das Rack. Tashi Kramchef. Ja. Von Naruto an den Naruto-Fans. Hallo. Moin! So, einmal auf. Grüß Sie! Seid ihr die Buch? Ja, ja. Stunde der Wächter könnt ihr euch von mir mal gönnen. Schönen alten Boosters für euch. Die neuen noch für uns. So, Volumenkiefer, eine Flamara, eine Mirapla, ein Trassla, Trassla, Flamara, Mirapla. Und so weiter. Meine Güte. Sankeboo! Sankeboo! Seemops,
ein Mamba, ein Typ 0 und ein Florgis im Holo. Okay, immerhin schon ein Holo. Muss man. Immerhin ein Holo. Okay. Holo, Holo, Holo. So, Welten im Wandel. Die Chance auf die alternative Gottkarte. Oh ja. Ja. Das wäre echt der Wahnsinn. Das wäre absolut. Oder Glutena. Oder Glutena. Ein Sengo haben wir jetzt erstmal. Eine Quane. Den Teamruf. Sesokids. Oh. Terdiosa. Oh, hast du Statue? Ein Golbit. Ein Araqua. Oh, hier. Hier. Krass, ja, stimmt. Iguana. Branavats Reverse Rare. Und ein Wheelie als normale Rare. Okay, ich habe jetzt zwei Booster. Ich weiß nicht, es fühlen sich alles beide gleich an. Ja, da ist wahrscheinlich nichts drin. Ach, tatsächlich. Alles mehr. Ich weiß nicht, rechts, links, rechts, links. Links war diesmal eine Enttäuschung. Ich nehme mal rechts. Und links bleibt trotzdem hin. Na gut. Ich also sag jetzt mal, bisher bist du ja noch vorn. Du hast schon eine Holo, ich habe noch gar nichts. Naja. Gar nichts. Du kannst ja auch mal ein bisschen. Wie war wo? Zurück. Was? So. Ja. Nein. Ein bisschen zurücksegeln. Niemals. Mit deinem Smack-O-B-Mix. Niemals. So, Finsternis. Ein Jungbusch. Ein Staravia. Ein Dorodino. Ein Luxil. Ein Eniko. Ein Bautz, ein Lysadie, ein Kupfandi, ein Venusliebe und ein Kampf. Wollen wir jetzt gleich mal den ersten Hit raus? Schön wär's ja. Schön flammende Finsternis, erstmal den Hit raus. Genau. Genau, das wäre doch schon mal perfekt. Ja. Und ich meine, da ist sogar was drin. Oh nein. Ich habe, glaube ich, einen schwarzen Rand gesehen. Ja, das ist okay. Hier haben wir den Rosé. Geratropo. Mortipot. Datiri. Galapantimos. Flamly. Stolyunur. Micro. Kraftenergie Reverse. Okay, ist tatsächlich was. Unlicht. Expert. Hundemann. Lamos. War schon wieder? Nein! Endynalos! Oh Pastor. Yeah! Da haben wir den richtigen Bro, ja? Nicht nur den Halbbruder hier, sondern den absoluten hier und so. Also. Ja, genau. So heißt das. Genau. Das war auf Japanisch. Das war Japanisch. Das war Japanisch für Endynalos. Nein, da Isa. Der gute Boy. Aha, aha. Hast du den schon? Ich glaube tatsächlich noch nicht. Ja, ich habe den auch nicht so oft gesehen. Nur bei mir im Ordner. Ein ja, ich wollte sagen, du hast leider schon nichts so, ne? mehr. Leider nichts mehr. Okay. Das heißt, du musst es jetzt richtig übertreiben. Richtig übertreiben? Ja. Soll ich eine Goldshiny rausholen jetzt? Goldshiny? Ja. Wow, wer war da nochmal drin? Gortron und Monte Carlo. Tignes Versteckenergie. Parasek. Bubungus. Also wer sich diese Toxe. Kombis ausgedacht Mikro. Hat, die Goldscheine ist, ja. Oder was ich weiß. Lusadin, Snowball Reverse. Oh. Und ein Trickgefallen. Bam, bam, bam. Also Endynalos hat man nicht gegönnt? Nee, Endynalos hat absolut verkackt. Freunde. Eine Holo und eine V. Aus vier Boostern jeweils. Aber ich muss auch sagen, dass ich halt, wenn du dich noch erinnerst, wo ich dir gesagt habe, ich habe 8 Booster, da war auch nur eine V drin. Ja. Also ich habe ja tatsächlich jetzt im Hort bei mir auch mal 2 Tinboxen aufgemacht. Ich hatte. Ja, du hast wieder gleich. Ich habe wieder gleich hardcore-mäßig übertrieben. Ich hatte eine Holo und 3 V-Karten. Das war ist aber auch sehr echt gut und nicht schlecht. Ist auch echt. Nicht gut, nicht schlecht. Genau. Genau. So, ich würde sagen, wir beenden das Video, denn wir fangen schon wieder an, Quatsch zu reden. Yeah. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo und einen Klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und sagen Tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig. So wie die
Karten auf der Matte.